Jetzt nutze ich aber mal Java-Programme mit Prozeduren und globalen Variablen. Das heißt, meine Main-Prozedur ruft zunächst auf eine Prozedur berechnen, bevor dann entsprechend das Ergebnis wieder auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Hier ist diese Prozedur berechnen und Sie sehen, davor muss das Schlüsselwort static geschrieben werden. Und hier wird jetzt eine lokale Variable Zahl angelegt, ohne Static, die benutzt und diese Zahl wird hier quadriert, diese Zahl wird mit sich selbst multipliziert und entsprechend wird dieser berechnete Wert einer global variablen Quadratzahl zugewiesen. Quadratzahl ist eine globale Variable, da muss wiederum das Schlüsselwort Static stehen. Das Ergebnis ist dasselbe wie gerade. Wir gucken uns das mal genau an. Ich lade mir hier die Java-Datei. Sie sehen, das ist dieselbe wie auf der Folie. Wir kompilieren. Und wir führen aus. Und auch hier erfolgt die Ausgabe 64.